Umzug durch Schermbeck wurde der offizielle Festakt anlässlich des Jubiläums eingeleitet. Der Männergesangsverein Eintracht Schermbeck feierte am vergangenen Wochenende sein 150-jähriges Bestehen. Über 3 Tage wurde ein abwechslungsreiches Musikprogramm geboten. Das Besondere an den 3 Tagen ist einfach die Vielfältigkeit. Man hat gerade gesehen, die Pipe and Drum, die Mac Bricht zum Beispiel mit dem schottischen Hochlandmusik, genauso eben halt wie der klassische Männerchor, der da singt, die Kapelle Einklang mit ihren Musikstücken. Das ist einfach das Schöne, diese Vielfältigkeit, die wir eigentlich bieten konnten. Schon am Freitag hatte der MGV eine große Party mit Live-Musik und DJ im Festzelt am Rathaus veranstaltet. Am Samstagnachmittag zogen Chöre und Musikkapellen durch die Stadt. Mit dabei waren befreundete Vereine aus der näheren Umgebung sowie aus dem weiteren Umfeld wie Oberhausen und Niederrhein. Entlang der Mittelstraße ging es vom Kilian-Schützenplatz Alt-Schermbeck bis zum Rathaus. Im Festzelt wurden zu Beginn die zahlreichen Gäste durch den ersten Vorsitzenden Michael Göbel begrüßt. Das anschließende Veranstaltungsprogramm moderierte Hella Seenhuber. Zwischen den Musikbeiträgen holte sie die Ehrengäste zu einem kurzen Gespräch auf die Bühne. Bis in den späten Abend hinein wurde am Samstag noch gefeiert. Am Sonntag ging es weiter mit dem Frühschoppen um 11 Uhr. Hier erlebten die Besucher vielfältige Musikbeiträge von Schlagern über Traditionals bis zu Klassik. Der erste Vorsitzende zog am letzten Veranstaltungstag ein Resümee und war sehr zufrieden mit dem Ablauf der 3 Tage. Weil man hat gemerkt, die Veranstaltung ist in Schermbeck angekommen, ist von den Schermbeckern angenommen worden. Ich bin sehr dankbar für die Truppen, die mitgemacht haben für die Gruppen und auch dankbar dem MGV, meinen Sängern, die da wirklich alles gegeben haben, um den Schermbeckern, glaube ich, ein schönes Fest zu geben. Die Jubiläumsveranstaltung wurde durch Volksbank Schermbeck gesponsert.